So, wir sind heute auf der Ausbildungsmesse der BOM, der Berufsorientierungsmesse. Das ist die abschließende Messe von 5 Ausbildungsmessen, die wir in diesem Jahr abgehalten bzw. präsentiert haben. Das fing an mit der Ausbildungsmesse in Hagen, dann die Ausbildungsmesse Plettenberg, Lüdenscheid, Hema und heute finden wir hier den Abschluss auf der Berufsorientierungsmesse Werdohl. Die jungen Bewerberinnen und Bewerber, die hier zu uns zu dem Stand kommen, haben zum einen natürlich die Chance, mal den Erstkontakt zu Ausbildern, auch anderen Auszubildenden mal aufzunehmen, Erfahrungsaustausch zu betreiben, zu hören, was passiert in der Ausbildung. Zum anderen kann ich mich natürlich individuell beraten lassen zu jedem der einzelnen Ausbildungsberufe. Und ich habe natürlich eine Chance, als junger Bewerber direkt mit meinem Schulzeugnis auch mal zu sehen, habe ich eine Chance, in diesem Ausbildungsberuf Fuß zu fassen oder eben nicht. Wir nutzen die Ausbildungsmessen, um VDM als Arbeitgeber hier in der Region vorstellen zu dürfen, beziehungsweise auch unsere Ausbildungsberufe vorstellen zu dürfen. Gleichzeitig natürlich junge Leute, motivierte Leute für die entsprechenden Ausbildungsberufe gewinnen zu können. Die Besonderheit an unserem Messestand ist nicht zuletzt die große Attraktivität von den Messebannern und der vernünftigen Ausleuchtung. Nicht zuletzt auch unser selbstgebauter Messekicker für die jungen Leute. Dann haben wir jedes Mal auf den Ausbildungsmessen auch Chemielaboranten mit dabei, die ein bisschen zeigen, ein bisschen Einblick geben in den Beruf des Chemielaboranten. Und dieses Zusammenspiel macht letztendlich den Messestand gegenüber der Konkurrenz mit Sicherheit relativ attraktiv. Ziel der Ausbildungsmesse ist es für uns als Unternehmen, junge, interessierte Leute dafür zu begeistern, was macht die VDM, was haben wir für Ausbildungsberufe und denen das ganze Thema Ausbildung bei der VDM einmal näher zu bringen.